Wie haben Sie mich gefunden? Der Orden des heiligen Stefan. Oder der Rest davon. Dort war wohl der dritte Stein. Ja, hierum ging's also die ganze Zeit, wie? Ein Juwel antiker Maschinenbaukunst. Und das heiße Ende? Kein Ende ist heiß. Sie sind beide ganz kalt. Nein, ich meine, wo kommt die Energie raus? Ach so, nicht hier. Sie kann überall auf der Welt austreten. Auf den Drachenlinien. Verstehe. Und an diesem Ding sieht man wo? Ja, genau. Und jetzt ist es sicher? Oh ja, wenn wir nichts tun, schaltet es sich wieder ab. Für weitere 1200 Jahre? Nein, diesmal für immer. Wir müssen dafür sorgen, dass es keinen zweiten Cesaro gibt. Was jetzt, George? Wie wär's mit der Reise nach New York, die wir schon immer machen wollten? Nein, ich meine, was machen wir mit Cesaro? Der? Den liefern wir bei den Cops ab. Erst müssen wir Petra finden. Zurück! Ich glaube, das Problem ist gelöst. Hey George, da ist deine Lieblingsblondine. Schnauze! Meine Liebe, du bist spät. Ich musste noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Egal, jetzt bist du ja da. Ostwald starten sie. Was soll ich jetzt tun? Was denkst du? Sie töten natürlich. Mit dir habe ich nicht gesprochen. Was? Sie hat mit mir gesprochen, Cesaro. Nein. Das kann nicht sein. Der Großmeister. Hey, sollten Sie nicht tot sein? So viele vertraute Gesichter. Ich bin gerührt. Petra, was soll das? Ich dachte, du wärst loyal. Nicht dir gegenüber. Trauen Sie nie einer Frau mit Perücke, Cesaro. Es war Petra, die mich in den Trümmern gefunden hat. Petra, die mich wieder gesund gepflegt hat. Du hast mich also ausspioniert. Bei solchen Freunden braucht man keine Feinde. Ihr Plan zeugt von einer Genialität, die selbst mich beeindruckt. Und nun wollen Sie mir die Früchte meiner Arbeit stehlen. Das ist doch nur fair. Sie haben mir ja auch meine Organisation gestohlen. Ich werde nicht unterwürfig zu Ihnen zurückkehren. Das habe ich auch nicht erwartet. Sie gehörten nie zu den Schafen, Cesaro. Sie waren immer der Wolf. Wohl wahr. Daher sind Sie leider nicht mehr zu gebrauchen. Bei uns sieht das geil. Also, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss gehen. Schade, aber schauen Sie ruhig mal wieder vorbei. Petra, bitte die letzten Einstellungen ausführen. Wir haben uns zu früh gefreut. Nähern wir uns dem Ende, dem Tag aller Tage. Und wieso sollten wir das Ding nicht einfach wieder abschalten? Bitte, nur zu. Es hat seinen Zweck erfüllt. Der Energieschub kommt. Nichts hält ihn mehr auf. Was haben Sie mit uns vor? Oh, ich bin kein Unmensch. Ich gebe Ihnen die gleiche Chance, die Sie mir bei unserer letzten Begegnung eingeräumt haben. Wer uns zu verfolgen versucht, den töte ich auf der Stelle. Was meint er mit, uns die gleiche Chance geben? Wir gaben ihm überhaupt keine Chance. Ja, genau. Scheiße. Ah, er ist mindestens tot. Cesaro. Er ist tot. Gott sei Dank. Ich dachte nicht daran, den Schlüssel Salomos einem anderen zu überlassen. Hey, Bruno. Angenommen, wir kommen hier raus. Das müssen wir! Wie sollen wir den Großmeister aufhalten? Ich bin kein Held, George. Sie müssen selbst Ihre Strategie entwickeln. Was halten Sie von dieser seltsamen Wissenschaft? Sie ist allem, was wir haben, weit voraus. Merkwürdig, dass der Großmeister die Einrichtung zerstört hat. Sie muss Milliarden wert sein.
Ich glaube, wenn er die Drachenkraft besitzt, braucht er kein Geld mehr. Flap, er war hinüber. Wie geht's weiter? So, da ist ja auch nicht viel, keine Tür oder so. Jedenfalls sehe ich keine Tür. Okay, da ist nichts. Da ist auch nichts. Wo geht's weiter? Ah. Verstanden. Eine Bombe auf den Boden. Ah! Ups, zu spät reagiert. Nochmal. Eine Bombe auf den Boden. In Deckung. Alles in Ordnung, George? Weiß nicht so genau. Sind wir schon tot? Diese Bestie! Barbar! Gibt es irgendwo einen Weg nach draußen? Oh, mein Kopf! Sehen wir uns mal um. Wo ist Flap? Wahrscheinlich unter den Trümmern. Wir haben keine Zeit, nach ihm zu suchen. Wir müssen hinter dem Großmeister her. Du hast recht. Ich suche den Ausgang. Mach das. Und, George? Ja? Wenn du etwas findest, was nach Bombe aussieht, lass es diesmal in Ruhe, okay? Danke für den Hinweis. Das Ding kaputt? Nee. Im Moment, das Ding ist schon kaputt, glaube ich, oder? Die Maschine. Ja, es geht, ne? So, jetzt, wo muss ich hin? Anscheinend muss ich irgendwo hoch. Aha. So, was wäre nützlich? Das wäre echt praktisch. Ja, das wäre praktisch. Ich probiere jetzt mal was, auch wenn es vielleicht unlogisch ist. So. So. Okay. Okay. Doch nicht so leicht. Könnte ich das jetzt machen? Schnell und locker.
Könnte es schnell und locker durchziehen. Doch echt nicht so einfach, wie ich dachte. Wartet Leute, an der Stelle mache ich mal einen Schnitt und guck mal nach, weil bei dem Ding bin ich jetzt echt verwirrt. Bis gleich.